Uwe Schattauer alias Cerebellum, die Stimme der Liebe, ehemals die Stimme des Zorns. Eine Frage hätte ich da noch. Folge 55. So alt werde ich nächstes Jahr. Folge 55. Die Zeit vergeht. Der frühe Vogel sitzt schon seit 6.30 Uhr im Auto, 5.30 Uhr aufgestanden. Nicht meine Zeit, ganz ehrlich. Das lässt die Augenringe größer werden. Aber nützt ja nichts, heißt es so schön. Nützt ja nichts und von nichts kommt nichts. 544.000 Kilometer sind auf meinem Tacho mit meinem guten alten Benz und er rollt und rollt. Am Wochenende bin ich mal entspannte 1800 Kilometer innerhalb von 3 Tagen gefahren. So schnell geht das. Aber nun zu meiner Folge. Eine Frage hätte ich da noch. Was haben westliche Werte mit Ehrlichkeit zu tun? Oder hat Ehrlichkeit überhaupt irgendetwas mit westlichen Werten zu tun? Diese Frage stelle ich inspiriert durch einen vor wenigen Tagen, 5 Tagen glaube ich, gestern habe ich es erst gesehen, eine ZDF-Frontal-Doku, Rubicon. Ich dachte immer, Rubicon sind alternative Medien, ein ganz tolles Portal ist es übrigens auch. Aber es gab mal eine Geheimoperation Rubicon. Wer das auf dem Schirm hat, Respekt, ich hatte es nicht ganz so auf dem Schirm. Und da wurden vor 5 Tagen kamen Dinge ans Licht, die der deutsche Durchschnittsbürger nicht weiß, nie in der Schule lernt und was auch nicht um 20 Uhr in der Tagesschau oder in den Tagesthemen dann zu sehen ist, sondern nur wieder mal frontal für den nachts schon schlafenden Deutschen, der da vielleicht noch diese Doku sieht. Ich hoffe, die Doku zieht ihre Kreise, ich werde die auf jeden Fall hier posten. Es geht darum, dass diese Geheimoperation Rubicon dafür zuständig war, das müsst ihr euch jetzt mal wirklich alles vorstellen. Es war schon wieder mal ein weiterer Beweis, weil man immer sagt, ich mit meinem Lied Grab der Wahrheit in einem Land voller Lügen. Wem soll ich denn noch glauben und wer will mich betrügen? In einem Land, in einer Welt voller Lügen. Und jetzt hört euch mal zu, jetzt hört mal zu, was hier los war nach dem Krieg. Da haben die Geheimdienste CIA mit dem BND Technik hergestellt, Technik, Sicherheits, angeblich absolute Sicherheitstechniken, die haben sie verkauft weltweit mit der Vorgabe, das kann niemand abhören, das ist absolut sicher, also für die Inlandsgeheimdienste, für die Staaten, das haben sie an Staaten verkauft, Technik, die absolut abhörsicher ist. An 100 Staaten haben sie das verkauft. Es gibt auch eine Karte dazu in dem Film. Schaut euch diesen Beitrag unbedingt an. Das sind genau die Länder, auf die die Amerikaner ein besonderes Auge werfen. Besonders Afrika, Irak, Iran, genau da, wo das Öl ist. Alle Länder, sogar Europa teilweise, 100 Staaten, Südamerika, Lateinamerika, an die hat man Sicherheitstechnik verkauft, die nicht abhörbar ist. Und jetzt kommt es mit Absicht eingebaut, quasi eine Fehlerstelle, wo CIA und BND sich einloggen konnten und quasi die ganze Zeit im Kalten Krieg abgehört haben, die Staaten. Komplett wussten sie von allen Operationen der Staaten Bescheid, ohne etwas dagegen zu tun, weil es ja viele bösartigste diktatorische Dinge gab nach dem Zweiten Weltkrieg. Wissentlich vom BND und der CIA, Operation Rubicon. Siemens war involviert, große deutsche Firmen waren involviert und alles waren Scheinfirmen, vernetzt. Ja? Liechtenstein waren sie, egal wo, irgendwo verbreitet.
Netzwerke, was ja bis heute auch gemacht wird. Thomas Röper hat ja in einem Buch die ganze Netzwerke aufgedeckt, auch rund um Corona und was heute alles an Stiftungen etc. ist. Deckmantel, auch dort gegründet unter einer Stiftung, hinter einer Stiftung. Alles verschleiert hinter Stiftungen, die aber regierungstreu waren. Der BND hat die Firma komplett aufgekauft, die diese Sachen hergestellt haben. Das sind alles grausame Fakten. Und sie wussten zum Beispiel Chile, das Attentat Allende, der wurde ja weggeputscht von der Militärjunta und unendlich viele Menschen wurden getötet, gefoltert, Massenmord, Massentötungen in Chile, Argentinien genau das gleiche. Dort hat man tausende Leute mit dem Flugzeug regelmäßig übers Meer geflogen und aus dem Flugzeug geworfen. Das alles haben die mitgehört, CIA und BND. Die westlichen Werte, die westlichen amerikanischen und deutschen Werte waren an der Leitung. Herr Steinmeier war doch auch mal beim BND, beim Bundesnachrichtendienst, wenn ich mich nicht irre. Das Ohr an der Masse, haben wir zur Stasi gesagt. Da hatte der wilde Wertewesten das Ohr direkt in alle Ländern, wo Massaker, Folterungen etc. stattfanden. Sie wussten von allem Bescheid. Sie konnten Regierungen stürzen, Panama-Kanal etc. Alles wussten sie. Sie wussten dann, wie, wo, wann man einmarschieren kann, wie, wo, wann wo die Militärs stationiert waren, wie sie operierten in den Staaten. Oh ja, westliche Werte. Was hat das mit Ehrlichkeit zu tun? Sie verkaufen für Milliarden, das hat Millionen und Milliarden gekostet, haben sie gesagt in dem Bericht. Millionen, Milliarden gekostet. Die Investitionen der Staaten, 100 Staaten, haben teuer bezahlt für die sicherste, abhörsicherste Technik. Und sie grinsen ihnen ins Gesicht, Deutschland und Amerika, BND, die Nazis noch mit dem faschistischen Lächeln im Gesicht. Die Altnazis im Westen und auch in BND und in der CIA verkaufen ihnen Sicherheitstechnik aus Deutschland. Siemens, made in Germany. Und wissen, wir verarschen euch total, aber wir lächeln euch an. Wie der weiße Mann den Indianer anlächelte, mach mal drei Kreuze unter den Vertrag. Das ist alles rechtens, ne, mit der Landverteilung und so. Und dann haben sie ihn abgeschossen und die Indianer vernichtet. Die Pockendecke waren die Siemens-Sicherheitsgeräte. Leute, ein Skandal. Ich werde es hier drunter posten. Was soll man hier glauben im wilden Wertewesten? Oh mein Gott, für mich wieder eine Bestätigung, dass Olle Schnitzler, der schwarze Kanal, mit so vielen Dingen in Sachen Einschätzung des Wertewestens recht hatte, will nicht damit sagen, dass der Osten alles richtig macht und gut war. Um Gottes Willen, nur gut, um Gottes Willen. Da wurde auch viel Mist gebaut. Aber so perfide agieren wie CIA, die Geschichte der CIA, muss ich dann auch posten. Diese beiden Filme, jetzt frontal vor 5 Tagen, Geheimoperation Rubicon und dann die Geschichte der CIA. Guckt euch die beiden Filme an und wer dann noch erzählt, die westlichen Werte, eine regelbasierte Ordnung von solchen Verbrechern, reden von einer regelbasierten Ordnung. Die regelbasierte Ordnung ist genauso abhörsicher wie diese Technik. Genauso wie die Technik abhörsicher war. So voller westliche Werte ist die regelbasierte neue Weltordnung. Und die der Westen, die Regeln stellt der Amerikaner auf das Imperium und die Vasallen marschieren mit. Leute, wacht auf, klärt Menschen auf um euch rum, schickt euren Amerika-hörigen Freunden und regierungshörigen, blinden Freunden diese Berichte, diese Filme. Oh, man muss ja immer was vom Öffentlich-Rechtlichen, es muss ja immer seriös sein. Mich ärgert das, wenn das irgendwelche alternativen Medien erzählen, da wird gesagt Verschwörungstheorie. Erst wenn ZDF und ARD, wenn Papa und Mama ZDF, Papa, Mama sind ARD und ZDF, Papa, Mama, ARD, ZDF das erzählen, dann glaubt ihr das alles. Was 2000 Jahre von der Kanzel gepredigt wurde in der Kirche, wurde auch alles geglaubt. Papa, Mama.
Wenn die das erzählen, glauben wir ja alles. Da kommen wir in die Hölle und dann ist die Erde flach. Lieber Gott. Ja, genau. Wieder ein Puzzleteil. Und was natürlich immer typisch ist an der... Jetzt könnte man wieder sagen, na siehste, die Öffentlich-Rechtlichen, sie bringen doch die Wahrheit. Nur eben, wenn alles gegessen ist, wenn der Dropsch gelutscht ist. Das ist auch ein Mittel der Propaganda. Immer mal wieder Berichte, die kritisch mit der Vergangenheit umgehen. Aber erst 50 Jahre und leer später, erst wenn das alles vorbei ist, wenn man nichts mehr daran rütteln kann, wenn die Geopolitik auf dem Schachbrett fertig ist in dem Sinne, dann kommt Kritik am Irakkrieg, Brutkastenlüge, dann kommt sowas wie Geheimoperation Rubicon. Dann kann man auch mal einen kritischen Bericht über Israel machen, auch im ZDF werde ich auch posten, wie Israel entstand, die Geschichte, der Staat Israel nach dem Krieg. Das ging nämlich auch alles nicht mit rechten Dingen zu in Sachen Palästina. Oh Gott, was sage ich hier? Nein, das ZDF. Ein kritischer Bericht, wie es zur Gründung des Staates Palästina kam, was gemauschelt wurde, wie die Flüchtlingspolitik, Flüchtlingsströme organisiert wurden von den europäischen Juden nach Israel. Mit Schlepperbanden, kommt einem das bekannt vor? Schlepperbanden mit Staatschefs, die wahrscheinlich manipuliert und bestochen wurden in der UNO, damit sie ihr Veto weglassen und damit sie dafür stimmen für den israelischen Staat. Geopolitik, Schachbrett. England, Amerika involviert. Russland auch, die Sowjetunion, das wusste ich nicht. Also sehr spannende Doku auf ZDF. Flüchtlingsströme wurden organisiert ins gelobte Land. Werbung wurde fürs gelobte Land gemacht. Kommt euch das bekannt vor? Hat das was mit hier irgendwo 2015 und jetzt zu tun, mit der Migrationspolitik? Man kann Länder quasi steuern über Migration. Auch damals Israel überhaupt erst zu Israel werden lassen. Eine sehr spannende Doku, empfehle ich euch weiter. Und dann noch die ganz wichtige Sache, vielleicht mache ich nochmal eine Extrasendung, aber das ist auch wichtig. Patrick Barth hat ein Interview gegeben, ich weiß jetzt nicht mehr mit wem, mit einem alternativen Medium. Und dort erzählt Patrick Barth, dass der Mossad, weil ich gerade bei Israel war, der Mossad Zahlen herausgegeben hat von den Verlusten bis Februar 23, also die letzten, die ganze Gegenoffensive der Ukraine, die Verluste wurden, sind da noch gar nicht drin. Und da wird einem schwindelig. Und das hört ihr nicht auf ARD, ZDF und in der Tagesschau und in den Nachrichten, hörst du das natürlich nicht. Das passt nicht in die Kriegspropaganda des wilden Wertewestens. Die Verluste, die der Mossad angibt, das ist dramatisch für die Ukraine. Ich sage nur ein, zwei wesentliche Zahlen. Und zwar geht es einmal natürlich um die Toten, was schlimm genug ist. Überhaupt jeder tote Soldat ist schlimm genug in jedem Krieg. Deswegen sollte der auch gestoppt werden, dieser Abnutzungskrieg. Aber jetzt hört mal zu, wer hier abgenutzt wird vor allen Dingen. Nämlich die ukrainische Seite. 157.000. Ich werde das Video auch weitergeben. Da gibt es dann im Video mit Patrick Barth, da zeigt er kurz zwei Folien, wo die ganzen Verluste draufstehen. Panzer, alle möglichen Waffengattungen, natürlich Menschenleben, Verwundete etc. Und werde ich auch hier. Also es werden eine Menge Videos in der Videobeschreibung stehen. Guckt euch das an. Patrick Barth, mein Respekt, war auf beiden Seiten der Front. Ich glaube, so heißt auch das Video, auf beiden Seiten der Front. Und Tote 157.000 Ukrainer bis Februar 23. In Anführungsstrichen nur 18.700 Russen. 157.000 zu 18.700. Das ist 1 zu 7,5. Habe ich, glaube ich, umgerechnet. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, könnt ihr nachrechnen. Es geht hier jetzt nicht um eine Kommazahl und irgendwas. Darum geht es gar nicht. Es ist schlimm genug. 157.000 Ukrainer gestorben, ukrainische Soldaten und dann auch noch ausländische Söldner, auch alles aufgezählt. Die kommen noch dazu und Offiziere und so weiter. Und 18.700 Russen, das ist doch ein ganz klares Statement. Panzer vernichtet, schwere Waffenpanzer, schwere Fahrzeuge. 6.000 auf ukrainischer Seite vernichtet von den Russen. 6.000! Was das auch jetzt an Geld
vom wilden Wertewesten, vom Steuerzahler, von allen Bezahltes, was man mit dem Geld von 6000 Panzern und Sachen machen hätte können. Bildung, unsere Verbildung aufräumen, Straßen, Brücken, die hier alle marode sind. Was hätte man hier alles machen können in Deutschland? Kinderbetreuung etc. mit dem Geld und in ganz Europa. Habt ihr das gehört? 6000 zu 800 russischen schweren Fahrzeugen. Auch ganz klar, 8,5 war die Zahl. Und so geht das mit allen anderen Dingen weiter. Also ganz klar, Vorteile, ganz offensichtliche auf russischer Seite. Aber davon hörst du nichts in unseren Medien. Oh, Gegenoffensive, irgendwie ein kleines Dorf haben sie jetzt. Oh, sie haben ein Dorf, endlich mal, sie sind einen Kilometer, zwei, drei reingekommen, fünf, haben ein kleines Dorf erobert, nach 3 Monaten und so vielen Toten. Leute, was ein Wahnsinn. Also, ich bin auf 15 Minuten, ich hätte noch gern weiter erzählt. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen neugierig gemacht. Und noch eine Sache mache ich euch neugierig auf mein Video hier vor. Der Film Der letzte Partisan, schaut euch den Film an. Ganz toller Film, ich kenne sowas gar nicht. Eine Art Doku, wo original dieser alte Veteran redet im Film und dann das ganze filmisch dargestellt. Spannend und ein Antikriegsfilm. Da sagst du nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Ein Film, der die Grausamkeit des Krieges zeigt. Auf beiden Seiten. Wahnsinn. Wer da nicht empathisch reagiert, wer da nicht sagt, sofort stopp, aufhören mit Waffenlieferungen, aufhören mit Krieg, verhandeln, stopp das Blutvergießen, dessen Eltern haben komplett versagt in ihrer sogenannten Erziehung. Da ist völlig was schiefgegangen. Wer solche Dinge weiß vom Krieg und so weiter. Also das empfehle ich euch auch. Ich bin jetzt raus. Das war eine Frage hätte ich noch, Teil 55. Ich freue mich, dass ihr mich begleitet. Empfehlt meine Videos. Kommt auf Telegram, Uwe Schattauer, Instagram, Uwe Schattauer, Facebook, Uwe Schattauer und natürlich hier YouTube auf meinem Kanal. Bleibt dort. Wir machen immer weiter. Aufklärung ist wichtig, denn es findet ein Krieg um die Köpfe statt. Das ist der wichtigste Krieg, den es überhaupt gibt. Denn wer die Köpfe gewonnen hat, der manipuliert die Menschen. Und das dürfen wir nicht zulassen. Und der kann nämlich mit den Menschen machen, was er will. Eine willige Schafherde kann man manipulieren. Das dürfen wir nicht zulassen. Gesunder, natürlicher Menschenverstand ist gefragt. Tschüss! Druzhba heißt Freundschaft.